Hallo, grüß dich, lieber Michael, hier zu Gast bei mir auf dem YouTube-Channel. Mein Name ist Thomas Klein, Positionierung, Skalierung, Neukundengewinnung, Experte. Zu Gast heute Michael Franke, ebenfalls mittlerweile schon nahezu ein Experte in Neukundengewinnung, ja, dank meines Coachings. Und heute geht es um das Thema Einstiegsprojekte. Also Einstiegsprojekte für Entwickler, Freelancer, Selbstständige oder solche, die es noch werden wollen, beziehungsweise in so einer Hybridphase sind, dass sie irgendwie noch angestellt sind, nebenbei vielleicht schon was machen, ein bisschen selbstständig was, also schon immer mit den Gedanken auch gespielt haben, sich selbstständig zu machen. Da gibt es eine ganze Menge von Leuten, die einfach unabhängig, frei arbeiten wollen, ortsunabhängig eventuell auch, aber auch letztendlich sich die Projekte aussuchen können, sich die Kunden aussuchen können, einfach ein besseres Leben führen. Das ist letztendlich das, was dahinter steckt. Ja, wir wollen alle irgendwie ein besseres Leben haben. Und letztendlich hinter allem, was wir machen, ist das sozusagen der hintergründige Motivator. Ja, es sei denn, du bist irgendwie, keine Ahnung, wie heißen die Leute, die sich irgendwie selber Schmerzen zufügen oder so? Ja, es sei denn, du bist Masochist. Ja, ansonsten haben wir alle die gleiche Motivation am Ende des Tages. Wir wollen alle ein besseres Leben haben. Und dazu gehört eben auch, sich die Kunden selber aussuchen können, nicht jedes Projekt machen müssen, auch nicht zu jedem Preis, ja, Selbstbestimmtheit, Freiheit, gewissen Cashflow, sodass du dir eben alles leisten kannst, was du dir so mehr oder weniger brauchst, eventuell den finanziellen Polster eben aufbauen, um ein größeres Unternehmen vorfinanzieren zu können, was in der Regel notwendig ist. Und da geht es ja jetzt auch erst bei 50 oder 100.000 los, also nicht sowas wie, ich gründe heute eine GmbH für 12.000 Euro und übermorgen bin ich reich. Na, das funktioniert in der Regel nicht. Auch das in unserem Skalierungstraining ja eingehend bearbeitet und beantwortet. Und ja, also was sind so die Einstiegsprojekte für jemanden, der eben sich in dieser Phase befindet? Vielleicht vom Michael Franke, sehr erfahrener Unternehmer und Softwareentwickler. Ein paar Worte dazu. Hallo Thomas, ja, danke schön. Also wie immer in der Informatik, es kommt drauf an. Kommt vor allem drauf an, an welcher Stelle du startest. Also wenn jetzt schon, sag ich mal, als Softwareentwickler oder in der IT gewisse Erfahrungen hast, gewisse Projekte gemacht hast in einem bestimmten Bereich, dann kann es unter Umständen halt sinnvoll sein, so als Einstiegsprojekt wirklich als Freelancer zu starten über einen Vermittler, der dich dann in einem Projekt unterbringt, wo du eine ähnliche Qualifikation brauchst, wie du jetzt halt in der Vergangenheit schon gemacht hast. Wenn du da in der Vergangenheit schon gearbeitet hast, pack das halt irgendwie so in dein Freelancer-Profil rein, dass es halt entsprechend rüberkommt und dann kannst du dich auch auf die Projekte bewerben und dann hast du da eigentlich relativ einfach ein gutes Einstiegsprojekt. Nachteil an der Geschichte ist halt, dass du da unter Umständen schon wieder in so einem ähnlichen Modus bist, wie du halt vorher warst. Also du arbeitest im Endeffekt, also du bist als Selbstständiger nicht weisungsgebunden und hast dadurch schon mehr Freiheit, kannst schon mehr entscheiden, wann nimmst du Urlaub und wie lang ist dein Arbeitstag. Aber der Modus, dass dir halt jemand sagt, okay, wir machen jetzt diese und jede Geschichte und du setzt dich dann hin und programmierst es runter zum Beispiel, der ist noch relativ nahe an dem dran, was du vorher im Angestelltenverhältnis hattest, ist vielleicht auch ein relativ softer Einstieg in die ganze Geschichte. Die andere Geschichte ist, wenn du das nicht möchtest, weil du sagst, okay, du willst jetzt wirklich so ein bisschen mehr dich auch selber verwirklichen, selber in der Folgenkontrolle sein, oder du hast bisher noch nicht so die Referenzen einfach in der Softwareentwicklung, weil du aus einer anderen Branche kommst, weil du Quereinsteiger bist, weil du vielleicht in deiner Freizeit schon irgendwie programmiert hast und da vielleicht auch gar nicht so schlecht bist, aber du hast halt einfach noch nicht wirklich die Projekthistorie, weil das wird dann schwierig bei so Vermittleragenturen, damit durchzukommen, wenn du da in deinem CV nicht irgendwie so ein paar mehrjährige Erfahrungen vorweisen kannst und die nicht explizit einen Junior suchen, wobei die Vorstellungen bei einem Junior auch zum Teil schon ziemlich immens sind, was da zum Teil gefragt wird, dann sieht die Sache halt anders aus. Da kannst du dann, ist der Weg wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. Was da so aus der Erfahrung meine Einstiegsprojekte waren, sind halt entweder recht kleine Unternehmen, wo du die halt einfach nicht das finanzielle Volumen haben, um sich jetzt wirklich einen großen Berater zu leisten, oder auch soziale Projekte. Das finde ich auch einen ganz spannenden Einstiegspunkt.
Nachteil ist da halt, dass wahrscheinlich der Stundensatz im Verhältnis zu einem Stundensatz in einem größeren Betrieb entsprechend geringer ist. Er dürfte trotzdem noch einen Tacken höher sein, als du jetzt in deiner Festanstellung kriegst, einfach schon aus rechnerischen Gründen. Also es eignet sich halt vor allem, um sich da Referenzen und Erfahrungen aufzubauen. Soziale Projekte finde ich deswegen auch interessant. Erstens mal, du hast halt einen sehr dankbaren Kunden, weil die eben meistens relativ schwer mit der finanziellen Ausstattung haben. Das heißt, du kannst, also wenn du da mal drin bist, dann hast du da auch unter Umständen wirklich längerfristig was davon. Du kannst dich auch selber einbringen. Die sind alle sehr froh über jeden, der da selber sich engagiert und eben mit einem entsprechenden Engagement drin bist. Und du kannst aber auch Projekte machen in Technologien, die für dich spannend sind. Du kannst da auch dich selber einbringen und du kannst da auch wirklich dich selber weiterbilden und auch wirklich einen Record aufbauen an Projekten, die du gemacht hast. Und wenn du da halt so ein vorzeigbares Projekt hast, dann kann es wirklich auch der Einstieg sein dann für den nächsten Kunden. Also einer meiner ersten Kunden war tatsächlich so ein soziales Projekt, war jetzt nicht ewig. Wir haben da halt eine Webseite mit Buchungssystem, habe ich für die gebaut. Ich war ein Jahr lang damit irgendwie beschäftigt. Die waren happy mit der Zusammenarbeit. Die ganze Software lief über, ich habe dann nach 7 Jahren, glaube ich, noch Anrufe bekommen, wenn dann mal irgendwas nicht mehr ging. War fast wartungsfrei, also war im weiteren Verlauf, ist man da auch dann auch wieder rausgekommen. Und die waren aber halt auch super happy für das, was sie halt bekommen haben, für ein relativ überschaubares Geld und mit dem entsprechenden Engagement. Und war aber auf der anderen Seite ein Lernprojekt, war ein Projekt, wo man auch wirklich herzeigen konnte, dann hier schaut, das habe ich gemacht, wo man seine Kompetenz nachweisen konnte. Wie gesagt, Nachteil ist halt, die Bezahlung ist halt jetzt nicht riesig, man konnte davon leben, aber bringt dich jetzt auf dem Skalierungsweg nicht unbedingt mit dem Turbo voran. Aber ist halt unter Umständen notwendig, wenn du halt anderweitig keine Referenzen da irgendwie vorzuweisen hast. Ja, soziale Projekte ist auch so als Kick-Off, ja, wo viele einfach nicht auf dem Radar haben, halt genial, weil ich kann ja aus eigener Erfahrung, also von meinen ganzen Coaches, die ich in den letzten Monaten, Jahren betreuen durfte, auch sagen, eine der größten Herausforderungen, wenn du am Anfang stehst, insbesondere wenn du wirklich durchstarten willst als IT-Unternehmer, also dir wirklich auch eine GmbH gründest, vielleicht sogar eine Holdingstruktur, um schon quasi vorbereitend dir ein Brand aufzubauen, wo du dann quasi einen Exit in 5 oder 10 Jahren machst, ja, dich dann gesund stoßt mit einer 8-stelligen Summe oder auch einem persönlichen Brand, egal was du vorhast, aber schon quasi so richtig vorhast, ein echtes Unternehmen, ein geiles Unternehmen aufzubauen, aber eben bis dato nur Angestellter warst oder Freelancer oder beides gleichzeitig, aber halt noch nie so richtig Unternehmer. Dann ist das Thema Referenzen. Ja, wenn du einfach mal mit 1, 2, 3 sozialen Projekten startest, ja, die sind in der Regel, im Gegensatz zu vielen anderen Kunden, die sehr, sehr verhalten sind, was Referenzen betrifft. Also ich hatte schon einige auch Kunden, die schon einige Mitarbeiter hatten, schon seit längerer Zeit auch eine GmbH haben, aber auf ihrer Webseite maximal eine Referenz stehen hatten. Ja, hatten aber insgesamt schon 2 Dutzend Projekte, erfolgreich abgeschlossen und so weiter, aber halt irgendwie immer mit DSGVO und diese Geheimhaltungsstufe, das und dies und jenes, weil es sind halt häufig sehr, sehr seriöse, sehr ernsthafte Projekte, die teilweise sogar auch geschützt sind, sagen wir mal. Und die Kunden, die wollen halt einfach nicht raus und du hast halt Probleme gelöst und viele Kunden wollen halt nicht offen darlegen, welche Probleme sie haben. Ja, das ist auch verständlich, ja. Im Bereich IT-Security ist es teilweise noch krasser. Ja, dort wirklich gute Referenzen, die dann eventuell sich auch noch abfilmen lassen. Ja, und bei sozialen Projekten ist es halt so, dass die teilweise wirklich so dankbar sind, dass die wirklich bereitwilligst, ja, gleichzeitig über das Testimonial oder Videotestimonial im besten Fall, weil Videotestimonial sind einfach der beste Kick-Off, den du überhaupt irgendwie haben kannst, wenn du 2, 3 Videotestimonials einholen kannst, gleich von Anfang an, so als Kit, ja, als Fundament legen kannst für deine Unternehmung, IT-Unternehmung,
Zum einen, die kriegen dadurch Sichtbarkeit. Das heißt, wenn es soziale Projekte sind, das ist quasi indirekt wieder Werbung für die, ja, weil die leben ja häufig durch Spenden und dergleichen und so weiter. Also es ist einfach eine absolute Win-Win-Geschichte, für die, dir ein Testimonial zu geben, ja. Wenn du da vielleicht noch ein paar, so vielleicht ein professionelles Image-Video draus drehst, ja, mit Interviews und mit Skript und allem drum und dran, ja, können wir dir auch weiterhelfen, haben wir auch sehr gute Leute zur Hand, ja, kostet dich vielleicht ein paar tausend Euro, das mal zu machen, ja, da zwei, drei Testimonials wirklich super professionell aufzubereiten zu lassen. Und dann kannst du die auf ewig benutzen und die werden auf ewig Früchte tragen. Also das ist schon mal fast garantiert an der Stelle. Also finde ich auch super wichtig. Soziale Projekte, bei dir hat es auch geldmäßig was eingebracht, hat ein Jahr gedauert, hast du aber trotzdem Geld dafür bekommen oder gar nichts? Oder wie war das? Ja, also man bekommt schon ein bisschen Geld. Wie gesagt, da ist einfach der Wert, jetzt sag ich mal, nicht momentär, sondern wie du schon sagst, eben auf anderer Ebene. Man kann schon davon leben. Also gerade wenn du halt noch am Anfang stehst, dann ist es auch ein valider Weg. Wie gesagt, wenn du schon die Möglichkeit hast, woanders einzusteigen, ist ja trotzdem nicht verkehrt, irgendwas Soziales auch zu machen. Aber dann kannst du an anderer Stelle vielleicht auch mehr Geld bekommen. Aber es ist halt so ein Weg, wo der Einstieg einfach entsprechend, die Einstiegshürden sind halt geringer. Also wie du schon sagst, da kommt man leichter rein, sehr viel dankbarer. Da wird das Engagement auch noch wirklich irgendwo geschätzt, wenn man sich da reinhängt, weil die sich eben auch wirklich schwer tun, da entsprechende Leute zu finden. Okay, alles klar, super. Also schon mal ein guter Indiz. Ich finde, das Video auf jeden Fall dir weiterhelfen können, hoffentlich, wenn dem so sei. Dann auf jeden Fall den Video einen Daumen hoch geben hier auf YouTube, beziehungsweise uns gerne auch Feedback geben zu dem Video in den Kommentaren. Ja, vielleicht hast du das eine oder andere Einstiegsidee, die wir jetzt nicht hier wiedergegeben haben, beziehungsweise einfach noch Fragen dazu. Ja, frag uns. Also können wir gerne hier auf diesem YouTube-Kanal bei dir für dich beantworten oder auch auf Michael seinen YouTube-Kanal GMPsoft im Zuge unserer Frag den Franke Freitags. Ja. Und in diesem Sinne wünsche ich dir auf jeden Fall viel Erfolg, viel Glück. Schau einfach bei unserem Skalierungstraining mal vorbei. Und ansonsten sehen wir uns auf der anderen Seite oder im nächsten Video. Bis dahin, dein Thomas Klein. Ciao.